Hallo, und hier bin ich wieder, Patricia, mit einer Technik von Neville Goddard. Und zwar mache ich das wieder wie beim letzten Mal. Ich lese Deutsch und lese Englisch und spreche dann Deutsch. Genau. Die Technik heißt Feel it real. Also, es muss sich wahr, real, realistisch anfühlen. Okay, this is the most foundational aspect of the law and it requires that we feel what we desire to already be in our possession. Das ist das fundamentalste, der fundamentalste Aspekt von dem Gesetz der Schöpfung, sage ich jetzt mal. Und es ist wichtig, dass wir das, was wir uns wünschen, schon in unserer Welt, dass es wir schon besitzen, dass es schon bei uns ist, dass wir es uns schon so vorstellen können, dass es zu uns gehört, dass es zu unserer Normalität gehört, dass es logischerweise, normalerweise schon da ist. There are a few things of doing this and we will listen to them. Also, wir hören uns jetzt mal ein paar Dinge diesbezüglich an. Erstens, Use of Imagination. Neville says, with your eyes closed and your physical body immobilized, induce a state akin to sleep and enter into the action as though you were an actor playing the part. Also Neville sagt, wenn du deine Augen schließt, mit geschlossenen Augen, einem ganz starren, sich nicht bewegenden Körper, begibst du dich in einen schlafähnlichen Zustand und in die Szene, als ob du ein Schauspieler wärst, der dort mitspielt. Also, das ist wirklich wichtig, dass du in der Szene mitspielst, diese Vorstellung für dich kreierst. Und zwar, du sitzt nicht im Kino, sondern du spielst quasi auf der Leinwand mit. Du bist dabei, du fühlst deine Szene, deine Vorstellung so, deine Kreation, du fühlst deine Kreation schon so, als wäre sie schon da. Es gibt keine Trennung zwischen dir und der Vorstellung, der Kreation deines Wunsches. Irgendwas ist hier. So. Experience in imagination what you would experience in the flesh, where you now in possession of your objective. Also nochmal. Fühle, nehme wahr, erfahre in deiner Vorstellung, was du in deinem Fleisch, in deinem Körper erfahren würdest oder erfährst, wenn das Objekt oder die Szene schon reell wäre, wenn es Realität wäre. Genau. Make elsewhere here and then now. Also, alles, was irgendwo anders scheinbar ist, bringe es in dein Hier und Jetzt.
Also keine Trennung, du hebst die Trennung auf. Alles ist jetzt schon da. And the greater you, using a larger focus, will use all means and call them good, which tend towards the production of that which you have assumed. So. Und das größere Du, also dein Gott selbst, deine göttliche Intelligenz, Gott, was auch immer, wie du es nennen willst, nimmt seinen größeren Überblick und seine größere Sichtweise, seinen größeren Fokus und wird alles gutheißen, so machen, so in Perfektion bringen, so dass alles zu dem wird, was du angenommen hast. Ja, auf Deutsch ist es alles ein bisschen komplexer, aber deswegen gebe ich mir auch so Mühe, dass du es verstehst. Also alles, es gibt nichts mehr, keine Vorstellungen, keine Überlegung, keine Angst mehr, die dir nicht erlaubt, das hier und jetzt zu fühlen, deinen Wunsch oder dein Objekt, was auch immer hier und jetzt zu fühlen. You change your future best when you are in control of your thoughts while in a state akin to sleep, and then effort is reduced to the minimum. Also, du änderst deine Zukunft am besten, wenn du in deine Gedanken kontrollierst, während du in einem schlafähnlichen Zustand bist. Schlafähnlicher Zustand? Meditativer Zustand? Genau. Aber auch eben hier, das ist ja das, was ich immer sage von Dr. Joe Dispenza, kontrolliere deine Gedanken. Ja, alle Gedanken, auch die hintersten, untersten Ängste, Befürchtungen und Annahmen dürfen dich nicht dazu bringen, dich von deinem Wunsch zu trennen. Genau. Und das Wichtige ist eben dann, weil du bist nicht mehr so beeinflusst vom Außen, und deswegen ist es auch dann weniger anstrengend, wenn du in einen schlafähnlichen, ich sage jetzt meditativen Zustand gehst. Your attention seems to completely relaxed. To be completely relaxed, and then you must practice holding your attention within that feeling without using force and without using effort. Also, deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Wunsch ist komplett entspannt. Das ist eben dieses entspannte, normale Gefühl. Es ist komplett normal. Und dann musst du eben üben, in diesem Zustand, in diesem gefühlsmäßigen, relaxten Zustand zu bleiben. Und zwar ohne, dass es irgendwie anstrengend oder du irgendwie anstrengend ist oder du ein Gefühl hast, dass du etwas tun musst oder irgendwas Bestimmtes tun musst, sondern es ist leicht, es ist easy, es ist locker, es ist normal. Es ist das Normalste der Welt, dass du Millionärin bist oder Millionär. Du bist ganz entspannt. Ja, das ist das Make it feel real. Okay, dann weiter. One of the best ways to accomplish this is by taking time 1 to 3 times a day and enter a meditative or sleepy state and then begin to perform your imaginal acts. Also,
Eine der besten Möglichkeiten, das eben zu erreichen, ist, indem du dir ein- bis dreimal oder noch mehr am Tag Zeit nimmst, um in so einen meditativen oder Schlafzustand zu kommen und dann in deinen Wünschen, in deinen Vorstellungen lebst, performst, dich bewegst. The idea is to make in your imagination a scene and sensation that carries as many of the tones of reality as possible. Also, der Hintergedanke ist, dass du in einer Vorstellung dir eben eine Szene vorstellst, in der du auch deine anderen benutzt, um eben Gefühle, auch Gerüche zu erfahren, damit es so viele mögliche Aspekte dieser neuen Wunschrealität gibt, wie du dir nur vorstellen kannst, dass es eben wahr ist. If you were to climb a ladder in your imagination, you would make sure to see the ladder from first point of view as opposed to third point of view. Das ist das, ich habe auch schon mal im anderen Video über dieses Leiterexperiment von Neville Goddard gesprochen. Und da geht es eben auch darum, wenn du eine Leiter hochklettern solltest in deiner Vorstellung, würdest du diese Leiter eben aus deiner ersten Gesichtspunkt, aus deiner direkten Vorstellung sehen und nicht quasi du siehst jemanden eine Leiter hochklettern, sondern du siehst, wie du selber die Leiter hochkletterst. Genau. So, you would feel the ladder in your hands and you feel your muscles move as you climb up. Du würdest also die Leiter in deinen Händen fühlen, wie du dich festhältst und du würdest auch fühlen, wie deine Muskeln sich bewegen, während du die Leiter nach oben kletterst. You would hear the cranking of the ladder, etc. Also du würdest auch hören, wie die vielleicht Geräusche von die Leiter, während du nach oben kletterst. If you couple this with whatever thoughts and feelings you'd be having climbing a ladder, then you have successfully created an imaginal act. Also wenn du das auch noch mit diesen Gedanken kombinierst, die du haben würdest, wenn du eine Leiter hochkletterst und mit den Gefühlen, die du hast, wenn du eine Leiter hochkletterst, dann hast du erfolgreich eine neue Vorstellung, einen Vorstellungsakt, einen kreativen Vorstellungsakt hinter dich gebracht. You know you have done this correctly when you can't tell a difference between your imaginal act and a reality and reality itself. Also du hast es 100% korrekt und richtig gemacht, wenn du keinen Unterschied mehr zwischen deinem Vorstellungsakt und einem solchen Vorkommnis in der Realität erkennst. Da kann ich kurz eine Klammer aufmachen, einen kleinen Exkurs machen, genau. Und zwar habe ich das mal gemacht, dieses Ladder-Experiment von Neville Goddard. Und ich habe mir wirklich nicht alles so vorgestellt, wie es hier drin steht. Nicht zu tief, aber nichtsdestotrotz bin ich gegen jegliche Erwartung, die ich hatte, auf dem Dr. Joe Dispenza Retreat in Mallorca eine Leiter hochgeklettert. Obwohl ich vorher die absolute Überzeugung hatte, ich werde nie eine Leiter hochklettern, weil ich Höhenangst habe. Also, das ist natürlich eine intensive Art und Weise des
dieses Vorgehens. Aber ihr wisst auch von vielen Dingen, die sich ereignet haben für euch, wo ihr eben das gar nicht so intensiv gespürt habt. Ja? Und da ist es mir wichtig, dass ihr euch nicht daran aufhängt. Das ist echt so ein bisschen ein Spiel für dich selber. Aber es ist nicht eine Voraussetzung für Schöpfung, weil du ganz, ganz oft schon ganz, ganz viele Dinge nur so im Vorbeigehen befürchtet hast oder nur so im Vorbeigehen erhofft hast und sie sind eingetreten. Und hierbei geht es wirklich hauptsächlich um deine Überzeugungen. Deine Überzeugungen sind die starken schöpferischen Instrumente oder die manifestierenden Instrumente. Ist deine Überzeugung, wie deine tiefe, tiefe Überzeugung, ja, wenn sie wirklich, wirklich tief ist. Und je tiefer deine Überzeugung ist, je tiefer dein Glaube ist, je tiefer deine Annahme ist über dich und über deine Schöpferkraft, über dich als Schöpfer, je tiefer, je klarer, je unumstößlicher es für dich ist, dass du der Schöpfer bist durch deine Vorstellung, durch deine Gedanken, durch deine Überzeugungen, je tiefer du verankert bist in diesem Selbstbild von dir, desto schneller kommst du in eine Welt, in der du manifestierst. Und dann musst du nicht mehr einzelne Sachen manifestieren, sondern dann manifestierst du dein ganzes Leben, dein Lifestyle, alles auf einmal. Und darum geht es mir bei mir, bei meinen Teachings. Und darum geht es mir, geht es auch darum, jetzt zum Beispiel bei den Divine Creation Days. Also, die ganze Wahrheit von Neville Goddard in einen Lifestyle, in einen Schöpferzustand dich zu bringen, wo du nicht mehr einzelne Objekte, Situationen manifestieren musst, sondern wo du weißt, meine Gedanken kreieren immer. Ob ich jetzt hier diese Manifestations- und Vorstellungen mache, oder ob ich mich nur auf meine Gedanken, auf meine Rückschlüsse und auf meine Überzeugungen fokussiere. Auf meine Bewertungen vor allem auch. Ja. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir hier den ganzen Tag dieses Bewusstsein, dieses Schöpferbewusstsein leben. Als normal leben. Und das wollte ich dir mitgeben. Das ist eine tolle Technik, absolut, mit der du auf jeden Fall anfangen darfst. Aber da ist noch so viel mehr. Weil wenn du dein Schöpfer-Ich, deine Schöpferpersönlichkeit, deine Schöpferwahrnehmung, Wahrheit komplett für dich als deinen Seinszustand, deine Lebensaufgabe, das, was du wirklich bist, hier für dich angenommen hast, dann musst du dich mit so einzelnen Techniken eben gar nicht mehr auseinandersetzen. Und das ist mein Ziel für dich. Und ich lade dich hier auch nochmal ein. Am Donnerstag, jetzt ist Dienstag, also übermorgen, beginnen wir mit Werde dafür bezahlt, du selbst zu sein. Das ist ein Kurs und wenn du das nach dem Donnerstag hörst, wirst du diesen Kurs bei mir auf der Homepage unter mywellfeeling.com unter Videokurs kaufen können, als Selbstlernkurs. Also, aber falls du es vorher hörst, melde dich an, sei dabei, trainiere mit in der Gruppe. Es gibt keine bessere Gelegenheit, als in der Gruppe mit Gleichgesinnten dieses Training aufzunehmen. Also, melde dich an, den Link findest du unter diesem Video auf YouTube in der Beschreibung. Wenn das Video gefallen hat, wenn du mehr von diesen Videos haben willst, Daumen hoch. Und wenn du
meinen Kanal abonnierst, wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neuer Input von mir für dich kommt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Gebe nie auf, bleibe immer dran. Lerne mehr und mehr zu wissen, wer du wirklich bist und lebe einen Divine Creation Lifestyle als Master of Divine Creation. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.